Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, liebe Freunde, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ihr habt die letzten Tage gut überstanden. Heute mal wieder ein Video von drinnen. Ihr wisst, im Moment mit dem Regen und der Kälte passiert das mal öfter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da ein bisschen sensibel geworden, seit diese ganze Abnahmegeschichte gestartet ist. Aber nichtsdestotrotz, wir kämpfen weiter. Es geht aufwärts. Ja, liebe Freunde, heute auch natürlich ein ganz anderer Content als gewohnt. Und zwar, hier auf dem Kanal gibt es ja immer mal wieder verschiedenste Kooperationen. Wir hatten mit der guten Chili von Molotov Riot Art hier eine Verlosung über feministische Kunst. Wir waren mit Kollege Stanley bei den Heidelöchern und anderen Themen. Mit Anna und Sascha bin ich ja ständig unterwegs, das seht ihr hier immer. Und ja, es gibt verschiedenste Themen und heute habe ich das große Glück und die große Ehre, dass meine Nichte Lea, die ist jetzt 14 geworden, Grüße gehen raus, also auch vielen Respekt dafür, dass sie sich so viel Mühe gemacht hat, war mit ihrer Oma und mit ihrer Schwester, ich glaube, der Opa war auch mit, ich bin mir nicht ganz sicher, im Deutschen Bergbaumuseum in Bochum. Das ist mit 365.700 laut Wikipedia, also fast 400.000 Besucher im Jahr, nicht nur das meistbesuchte Museum Deutschlands, sondern auch das größte Bergbaumuseum der Welt. Ja, Lea hat uns ein paar Eindrücke eingefangen und auch, glaube ich, einen kurzen Clip mit beigesendet. Und was sie da gesehen hat, das seht ihr jetzt.
30 Mensch, findest du uns? Ich guck, dass wir nicht zu schnell gehen und du kommst gleich zügig nach. Ja? War mal ein Video der anderen Art. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, egal ob morgen, mittags oder abends, schaut es euch gerne an. Lasst dem Video ein Like da. Kommentiert mal, ob ihr auch schon mal im Bergbaumuseum in Bochum wart. Wenn ja, was ihr da am besten fandet, ob ihr das auch wiedererkannt habt hier auf dem Video. Vielen Dank nochmal an meine Nichte Lea. Ganz, ganz toll, dass du das dokumentiert hast, weil es war ja ein bisschen weiter weg in Bochum. Und ja, so konnten wir auch mal einen Einblick hier gewinnen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen Tag, wann immer ihr das gesehen habt. Und lasst dem Video gerne ein Abo da, lasst dem Video gerne ein Like da. Und ja. So geht's weiter. Macht's gut.